Herzlich willkommen zum Frag-Marbacher-Freitag oder auch Fragen-Freitag. Ich habe euch gebeten diese Woche, dass ihr mir auf Facebook ein paar Fragen stellt oder Instagram oder wo auch immer ihr mich erreicht habt. Und es sind einige gekommen. Und wie ihr seht, das Wetter ist etwas windig, aber genial. Deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe raus und zeige euch auch ein bisschen was von der Stadt. Wer weiß, wo ich bin? In die Kommentare bitte. Zu gewinnen gibt es eine Gratulation im nächsten Video von mir. Für denjenigen, der es als erster richtig reinschreibt. So, und jetzt kommen eure Fragen. Marbacher TV. Also ich möchte beginnen mit ein paar allgemeinen Infos zu mir. Ich bin 38, lebe in Wien und bin selbstständig. Ich bin Social Media Berater. Das heißt, ich mache mich wichtig auf Facebook, Twitter und Co. und versuche das auch Menschen, die mich dafür bezahlen wollen, beizubringen und sie dabei zu unterstützen, ihre Anliegen auf Facebook, Twitter, YouTube und was weiß ich noch alles an den Mann und die Frau zu bringen. Außerdem mache ich Videos, nicht nur hier auf YouTube, sondern auch für Kunden. Und ich moderiere neben der Sendung ohne Barrieren auch noch Events und Veranstaltungen. Events und Veranstaltungen ist ja eigentlich dasselbe, gell? Immer diese Verdenglischung. Okay, gut, das soweit zu mir. Wenn ihr noch Fragen habt, persönlich könnt ihr sie auch hier reinstellen. Wir kommen dann im nächsten Frag-Marbacher-Video vor. Und jetzt zu den aktuell mir eingesendeten Fragen. Der Robert Länder, ein sehr netter Kerl, der einzige Mann, der mit einer blauen Kappe am Kopf fast so gut aussieht, wie ich mit meiner schwarzen. Lieber Robert, der Robert fragt mich, danke für die Frage, was macht dir am Filmen am meisten Spaß oder Freude? Was macht mir am Filmen am meisten Freude? Ich weiß gar nicht. Eigentlich Filmen ist ja mehr als nur das, was ich jetzt hier gerade mache. Vor die Kamera stellen und irgendwas quatschen. Filmen ist ja alles dahinter auch noch. Dass sie mit Computerspielen schneiden, sich dann in stundenlanger Arbeit verzetteln in Kleinigkeiten, damit das Video super gut aussieht, in der Hoffnung, dass es Unmengen Menschen anschauen. Was macht mir Freude dabei? Nicht die viele Arbeit, garantiert nicht. Nicht das viele Geld, das man in Equipment stecken könnte, wenn man es hätte. Was mir Freude macht, ist, wenn Leute wirklich die Videos anschauen, sie teilen und Kommentare abgeben und Likes, weil das zeigt mir, dass das, was ich mache, nicht nur für mich irgendeinen Sinn macht, sondern auch für andere interessant ist. Ich glaube, das macht mir am meisten Freude dabei. Ich hoffe, das war eine gute Antwort. Eine weitere Frage von Robert. Welcher Ort müsste am dringendsten barrierefrei werden? Am dringendsten müsste immer der Ort barrierefrei sein, an dem ich gerade bin, der nicht barrierefrei ist. Generell gesehen wäre es cool, wenn der Entertainment-Bereich der Gesellschaft barrierefreier wäre. Sprich, Lokale, Restaurants und Veranstaltungslocations. Weil jeder kennt das. Ihr seid sicherlich auch bei Vereinen dabei, wie Musikverein oder Gesangsverein. Oder ihr seid in werdende Vätergruppen auf Facebook oder sonst wo. Oder vielleicht ehemalige Hypo-Mitarbeiter, ja? Die sich gerne einmal im Monat treffen möchten, um sich auszutauschen. Und diese Gruppen, die ja nicht nur online stattfinden, sondern auch offline sich treffen wollen, um sich auszutauschen. Ich bin auch in solchen Gruppen. Meine sind Schwerpunkt Social Media. Und wenn ich mich dann mit diesen Social Media Experten treffen möchte, dann ist es immer das Schwierigste, weil ich derjenige bin, der sagen muss, ups, das ist nicht barrierefrei, das Lokal. Sorry, da gibt's kein Klo. Sorry, das hat Stufen. Und es ist immer ziemlich mühsam,
weil das sind dann 15, 20 Leute und die mal alle auf einen Termin zu koordinieren, ist schon schwierig. Und dann auch noch in Locations, die irgendwie cool sind und interessant und die neu sind. Und ich bin immer der Spielverderber. Deswegen wäre es cool, wenn solche Lokale und so mehr barrierefrei oder öfter barrierefrei sein würden. Gut. Nächste Frage. Reinhard Hofer. Der fragt mich, der hat zu einem Foto kommentiert und fragt mich, lernst du gerne deinen Text auswendig? Ich lerne kaum auswendig, beziehungsweise ist es schwierig zu sagen, mein Bröll-Video zum Beispiel. Lieber Landeshauptmann Dr. Erwin Bröll. Das sieht aus, als ob ich es gelernt hätte, wortwörtlich. Nothing. Ist aber nicht so. Wenn ich ein Video mache, das mir irgendwie brutal unter den Fingernägeln brennt, dann ist es so, dass es ein Prozess von ein, zwei Tagen, in denen ich immer wieder im Kopf durchspiele, was ich sage. Was für ein Gesichtsausdruck, welche Emotion. Und dann bin ich wesentlich vorbereiteter und das ist dann ganz knackig, das Ganze. Ich liege dann bis in die Morgengrauen im Bett und wiederhole alles, was ich sagen möchte. Immer und immer wieder und feile am Text. Ungefähr so wie die Arya Stark immer die Leute wiederholt, die sie umbringen möchte, bevor sie einschläft. Genauso mache ich das, wenn es mir um Text geht. Also, ich schreibe die Texte selten auf. Ich beginne langsam damit. Und ich lerne nicht wortwörtlich auswendig. Ich habe so meine Ankerpunkte, wo sich eine Wendung ergeben soll. Und die merke ich mir und dann handle ich mich so von Textbaustein zu Textbaustein. Ich hoffe, das ist eine Antwort, die für dich okay ist. So, der Reinhard Hofer hat mir noch einmal gestellt, wenn du Erwin P. treffen könntest, welchen Rat würdest du ihm geben? Und würde sich dieser Rat fundamental von jenem unterscheiden, den du Michael H. geben würdest? Tja, für alle, die es nicht wissen, Erwin P., ich glaube, damit meint er Erwin Bröll. Und Michael H. ist natürlich unser Happy Michi in Wien, der Oberzampano. Wenn ich Erwin Bröll treffen würde, dann würde ich noch meinen Job anhauen. In irgendeiner beratenden Form. Und ich würde versuchen, so eng wie möglich an ihm dran zu bleiben. Weil er ist zwar alt und vielleicht manchmal schon ein bisschen wuschig im Kopf, was für eine Person in seinem Alter absolut okay ist, aber er weiß schon, er ist schon noch wer. Und man lernt, glaube ich, sehr, sehr viel von ihm. Und man lernt viele Leute kennen. Ich glaube, also, wenn ich ihn treffen würde, würde ich ihm einen Job anhaben. Und wenn er schlau ist, würde man geben. Oder wenn er gute Berater hat. Und ich würde versuchen, so viel wie möglich daraus mitzunehmen. Und natürlich, wenn er wieder solche Schnitzer angeht, würde ich ihm raten, es besser zu machen. Oder anders. Nicht besser, anders. Bei Michi Häupl wäre es, glaube ich, nicht anders. Ich würde auch versuchen, irgendwo einzuhaken und mitzuarbeiten. Weil es sind einfach große Männer. Da kann man sagen, was man will. Egal, wie man politisch damit steht. Sie sind wichtig in diesem Land. Und da bin ich Opportunist, glaube ich. Einfach schauen, was das Beste ist für mich und rausholen, was geht. Schlicht und ergreifend. So. Dann haben wir den Dominik Appel. Seine Frage wäre, ob du oft darüber nachdenkst, wie das Leben ohne Rollstuhl ist, beziehungsweise das Gefühl hast, dass dir etwas entgeht. Ich weiß, viele Menschen, wenn sie einen Rollifahrer sehen, denken sich,
Oma haben, der ist so arm. Und der wird sicher die ganze Zeit darüber nachdenken, wie es wäre, nicht im Rolli zu sitzen. Ich muss gestehen, lieber Dominik, ich weiß gar nicht, wie es ist, nicht im Rolli zu sitzen. Ich habe überlegt bei der Frage lange und ich glaube, es ist am ehesten kommt es hin, wenn du dir vorstellen würdest, dass du morgen auf einer Kolonie am Mond leben könntest oder müsstest. Das heißt, zack, pack, du wirst eingepackt, in einen Raumanzug reingesteckt, mit einer Rakete hochgeschossen und von jetzt auf sofort verändert sich der ganze System, in dem du lebst. Die ganze Physik in deinem Leben verändern. Dein Gehen, dein Bewegen, dein alles, ja? Du würdest am Mond leben. Das ist was, was man sich vielleicht durch Science-Fiction-Dinger vorstellen kann, aber es ist definitiv ganz anders. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, gehen zu können. Weil ich war nie annähernd daran und ich habe auch kein großes Bedürfnis, gehen zu können, muss ich gestehen. Weil das, was ich als Rollifahrer nicht machen kann, was ihr als Gehende machen könnt, das ist ja alles nur für mich deswegen nicht möglich, weil die Verantwortlichen es nicht möglich machen. Dass sie weiß nicht Stiegen einbauen oder keine Lifte oder keine Rampen oder die Türen zu schmal sind. Das ist ja nicht meine Schuld. Und es hat nichts mit Gehen zu tun. Es hat nur mit der Ausstattung der Welt zu tun und deswegen habe ich kein Problem damit, dass ich im Rolli sitze und ich wünsche mir nicht gehen zu können. Ich wäre ab und zu gerne ein bisschen größer, aber selbst da kann ich nicht sagen, ob sich mein Leben fundamental ändern würde, wenn ich größer wäre. Ich hoffe, die Antwort ergibt irgendwie einen Sinn für dich. Gut, dann haben wir noch. Jetzt probieren wir das mal schön auszusprechen. Immerhin hatte ich ein paar Jahre Französisch. Raffi et la Chocolaterie. Diese gute Frau stellt mir eine Frage. Deine verrückteste Fantasie, die du ja eigentlich niemals im Internet veröffentlichen würdest. Tja. Wenn ich jetzt die verrückteste Fantasie hier preisgeben würde, würde ich sie im Internet veröffentlichen. Und das habe ich ja nicht vor. Außerdem muss ich gestehen, ich glaube, egal was ich Fantasien hätte, ich habe kein Problem damit, sie mitzuteilen und sie loszulassen, rauszulassen. Und damit, und sobald ich bereit bin, es jemandem zu erzählen, dann glaube ich, habe ich auch kein Problem damit, es im Internet preiszugeben. Ist jetzt eine unspektakuläre Antwort, ich weiß. Aber ich bin fantasielos. das war's für Frag Marbacher. Ich hoffe, es wurden einige Fragen unbeantwortet gelassen. Wurden beantwortet. Aha. Witz, Witz. Das war's für euch, für mich. Ich schaue, dass ich jetzt noch Sonnencreme erwische, denn es ist Summer, Baby. Du-di-du-di-du-di-du. Und es ist wunderschön. Dieses Wochenende wird hoffentlich hammergeil, was das Wetter betrifft. Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Wenn ihr noch Fragen habt an mich, in die Kommentare. Es gibt wieder ein Frag-Marbacher-Video, ganz bestimmt. Das war's für heute. Schönes Wochenende, habt es fein. Und vergesst nicht, Montag ist wieder Montagswitz. Also, abonniert meinen Kanal, teilt dieses Video, gebt mir ein Like. Und ein Däumchen hoch natürlich. Bis dann, schönes Wochenende, ciao.